Es geht um folgendes Problem, und zwar haben wir hier eine Ebene mit folgender Parametergleichung und eine Gerade mit dieser Parametergleichung, und wir werden nach dem Schnittpunkt beider Objekte gefragt, sofern ein Schnittpunkt existiert. Wir gehen dabei wie immer in der Mathematik vor, wir setzen die Vorschriften beider Objekte gleich und suchen nach Parametern r, s und t, sodass diese Gleichheit hier gilt. Dabei liefert jede Zeile hier eine Gleichung. Zum Beispiel hier 3 plus 2 mal r plus 3 mal s ist gleich 2 plus 3t, hier in der Zeile geschrieben. Die Frage ist, wie können wir ein Gleichungssystem mit drei linearen Gleichungen mit 1, 2, 3 Variablen lösen, und zwar ohne Hilfe eines Taschenrechners. Wir wollen hier das sogenannte Gauß-Verfahren lernen. Damit das Verfahren funktioniert, brauchen wir die Gleichungen in einer besonderen Form. Wir wollen die Gleichung in gewissen Maßen sortieren. Heißt, alle Unbekannten, das heißt r, s und t, wollen wir auf der linken Seite der Gleichungen haben, und die Konstanten wollen wir auf die rechte Seite bringen. Das machen wir, indem wir hier minus 2 und 2t dazu tun. So erhalten wir folgende Gleichung. Damit wir gleich nicht so viel Schreibarbeit haben, schreibt man diese Gleichung gerne in Form einer Tabelle. Bedeutet, in der ersten Spalte schreiben wir die Vorfaktoren von r, in der mittleren Spalte die Vorfaktoren von s und in der dritten Spalte die Vorfaktoren von t. Eine Besonderheit an dieser Stelle: in der zweiten Gleichung taucht kein t auf, beziehungsweise nicht explizit. Man kann sich aber vorstellen, dass wir hier plus 0 mal t addieren, sodass wir hier einen Null-Eintrag in der Tabelle haben. Um darzustellen, dass die rechte Spalte die Konstanten darstellt, macht man oft in dieser Tabelle hier einen Strich. Später werden wir nicht von einer Tabelle, sondern von einer Matrix sprechen. Im Weiteren werden wir aber den Begriff Tabelle bevorzugen. Bevor wir jetzt zum Gauß-Verfahren übergehen, gucken wir uns ein paar einfache Situationen an. Und zwar Gleichungssysteme, die leicht lösbar sind, wie diese Gleichung hier. Die erste Gleichung 2r soll gleich 6 sein, 3s soll gleich auch 6 sein und 5 mal t soll 5 ergeben. Dieses Gleichungssystem kann man direkt den Kopf lösen, denn 2 mal 3 ergibt 6, sodass r gleich 3 sein muss. 3 mal 2 ergibt 6, s gleich 2 und 5 mal t ergibt 5, sodass die Lösung t gleich 1 lautet. Schauen wir uns die Situation nochmal in der Tabellenform an und fügen die Variablen hinzu, die noch nicht aufgetaucht sind. So können wir das leichter in die Tabellenform übertragen und sehen dann folgende Tabelle, die in diesem Teil fast ausschließlich Nullen aufweist, außer der Diagonale hier. Daher spricht man bei dieser Darstellung von der sogenannten Diagonalform. Anhand der Tabelle können wir die Lösung sozusagen direkt ablesen. Wenn die Vorfaktoren nur auf der Diagonalen liegen, ist es eine recht einfache Aufgabe. Eine weitere Situation, die auch relativ einfach lösbar ist, wäre zum Beispiel folgende. Wir haben hier drei Gleichungen. 2r plus 1s plus 2t soll 10 ergeben, 3s plus 1t soll 7 ergeben und 5t soll 5 sein. Auch dieses Gleichungssystem kann man relativ leicht lösen, wenn man hier unten anfängt. Ist diese Gleichung direkt lösbar, denn 5 mal t gleich 5 bedeutet, dass t gleich 1 sein muss. Dann schauen wir uns die zweite Gleichung an. 3 mal s plus t ist gleich 1, also plus 1 soll 7 sein, bedeutet, dass s gleich 2 sein muss, denn 2 mal 3 ergibt 6 plus 1 ist die 7, sodass die mittlere Gleichung von s gleich 2 gelöst wird.
Dann können wir zu der oberen Gleichung übergehen. Wir wissen, t ist gleich 1 und s ist gleich 2. Setzen diese ein, bekommen eine Gleichung 2r plus 2 plus 2 ist gleich 10, sodass die Lösung r gleich 3 lautet. Denn 2 mal 3 ist 6, plus 2 ist 8, plus 2 ist 10 und das Gleichungssystem ist damit gelöst. Nun wollen wir uns das Gleichungssystem in der Tabellenform anschauen. Wir fügen wieder die fehlenden Variablen hinzu und haben eine Tabelle in folgender Form. Hier befinden sich die Nullen in der linken unteren Ecke und man kann sich diese vorstellen wie einer Form Treppe bzw. einer Form Stufen. Deshalb wird diese spezielle Form mit den Nullen in der linken unteren Ecke als Stufenform bezeichnet. Und die Idee des Gauss-Verfahrens ist, eine beliebige Tabelle auf so eine Stufenform zu bringen. Die Frage lautet an dieser Stelle natürlich, wie soll das funktionieren? Und die Idee wollen wir uns an einem Beispiel angucken. Und zwar, wie oft bei den Gleichungen, gucken wir uns eine Waage an. Wir haben hier eine blaue, drei rote, eine rote und fünf schwarze Kugeln. Die Waage befindet sich im Gleichgewicht. Wir könnten die blaue Kugel mit, beziehungsweise das Gewicht der blauen Kugel mit x, das Gewicht einer roten Kugel mit y und das Gewicht einer schwarzen Kugel mit z bezeichnen, sodass sich eine folgende Gleichung ergibt: x plus 3y ist gleich y plus 5z. Dann kann man sich vorstellen, dass man auf beiden Seiten der Waage die Anzahl der Objekte einfach verdoppelt, sodass wir hier 5 blaue Kugeln haben, 6 rote, dort 2 rote und 10 schwarze. Wir haben zwar die Gewichte auf beiden Seiten verändert, aber so, dass die Waage immer noch im Gleichgewicht sein muss. Das heißt, dass die Gleichung 2x plus 6y gleich 2y plus 10z die gleiche Lösung hat wie die obere hier, sodass wir durch das Verdoppeln beider Seiten keine Information verloren haben. Das heißt, in einer Tabellenform zum Beispiel, wenn wir diese hier betrachten, dass wir eine Zeile der Tabelle mit einer Zahl multiplizieren können und eine Zeile verändern, ohne dass sich die Lösung unseres Problems verändert. Also nochmal, die Zeilen in der Tabelle können mit einer Zahl multipliziert werden, mit einer einzigen Ausnahme, dass diese Zahl nicht gleich 0 ist, denn sonst erhalten wir eine Zeile, wo sich nur Nullen befinden. Würde man sich das bei einer Waage vorstellen, hätten wir zwei leere Schalen. Die Waage wäre natürlich im Gleichgewicht, aber wir würden jegliche Informationen über die Objekte, die sich auf der Waage befinden, verlieren, sodass Multiplizieren einer Zeile mit 0 zwar grundsätzlich gehen würde, wir aber dadurch eine Information verlieren würden. Und um den Fall auszuschließen, verbieten wir an dieser Stelle, eine Zeile mit 0 zu multiplizieren. Gucken wir uns folgende Situation an. Jetzt haben wir zwei Bilder einer Waage, die sich im Gleichgewicht befindet. Einmal eine blaue Kugel und zwei rote Kugeln, wiegt genauso viel wie eine rote und drei schwarze. Beziehungsweise hier im unteren Bild haben wir eine rote und zwei schwarze Kugeln, sodass sich folgende Gleichungen ergeben, wenn wir mit x das Gewicht einer blauen Kugel bezeichnen, mit y das Gewicht einer roten und mit z das Gewicht einer schwarzen Kugel, bekommen wir in dem ersten Bild x plus 2y ist gleich y plus 3z. Und aus dem zweiten Bild erhalten wir y ist gleich 2 mal z. Was an dieser Stelle möglich ist, man könnte die Gegenstände auf der rechten Schale auf die rechte Schale der Waage hier unten ablegen und die Gegenstände auf der linken Seite der Schale oben und unten auf die Waage, auf die unterste Waage legen. Und auch hier würde sich die Waage im Gleichgewicht befinden. Die zugehörige Gleichung lautet hier x plus 3y ist gleich y plus 5z. Das heißt, wir verlieren auch keine Information, wenn wir zwei Gleichungen auf beiden Seiten addieren.
haben die Gleichungen die gleiche Lösung wie diese hier. Schauen wir uns auch das in der Tabellenform an, haben wir eine Ausgangsgleichung bzw. ein Ausgangsgleichungssystem. Dann können wir zum Beispiel die erste Zeile und die zweite Zeile addieren und das Ergebnis in die zweite Zeile hineinschreiben, sodass eine neue Zeile entsteht, ohne dass eine Information verloren wurde. Ja, zum Beispiel ist hier die mittlere Zeile dadurch entstanden, dass wir die 4 plus 2 gerechnet haben, gleich die 6 hier. 3 plus minus 1 ergibt 2, die befindet sich jetzt hier. 2 plus 1 ergibt 3 hier. Und 1 plus 1 ist 2 und die 2 befindet sich in dieser Zelle. Das heißt, wir dürfen Zeilen addieren. Und die Grundidee ist, mit Hilfe der beiden Operationen Zeilen mit einer Zahl multiplizieren bzw. Zeilen addieren, eine Tabelle auf die Stufenform zu bringen. Und das wollen wir jetzt mit unserem Einstiegsproblem machen. Die Gleichungen stehen jetzt hier in einer Tabellenform. Und jetzt geht es darum, in der ersten Spalte Null-Einträge in der zweiten und dritten Zeile zu generieren. Und zwar mit Hilfe der ersten Zeile. Der Trick dabei ist, beziehungsweise einer der Tricks dabei ist, die erste Zeile mit dem ersten Eintrag der zweiten Zeile zu multiplizieren. Also wir multiplizieren die erste Zeile mit der 3 hier und die mittlere Zeile multiplizieren wir mit dem Negativen des ersten Eintrags der ersten Zeile, sprich der minus 2. Ähnlich gehen wir mit der dritten Zeile vor. Wir multiplizieren die erste Zeile mit dem ersten Eintrag der dritten Zeile, also 5, und die dritte Zeile mit dem Negativen des ersten Eintrages der ersten Zeile, also mit minus 2. Denn dabei passiert Folgendes. Dann können wir die erste Zeile abschreiben und jetzt geht es darum, die neue Zeile 2 und die neue Zeile 3 zu berechnen. Eine Nebenrechnung. Wir schreiben die erste Zeile 3, 2, minus 2 und minus 1 und die zweite Zeile 3, 1, 0 und 5 in Klammern. Diese wollen wir spaltenweise addieren und die Klammer ist dafür da, um zu verdeutlichen, dass die Elemente zuerst mit einer Zahl multipliziert werden. Die erste Zeile wird so 3 mal 2, 6, 3 mal 3, 9, 3 mal minus 2, minus 6 und 3 mal minus 1 ist gleich minus 3. Die zweite Zeile entsprechend so 3 mal minus 2 gleich minus 6. 1 mal minus 2 minus 2, 0 mal minus 2, 0 und 10 mal minus 2 gleich minus 10. Dann addieren wir die Zeilen und erhalten 6 plus minus 6 gleich 0, 9 minus 2 gleich 7, minus 6 plus 0 gleich minus 6 und minus 3 plus minus 10 gleich minus 13. Diese Zeile, also die Summe von dem Dreifachen der ersten Zeile und dem minus Zweifachen der zweiten Zeile, schreiben wir in die neue zweite Zeile hinein und erhalten hier einen Null-Eintrag. Analog gehen wir mit der dritten Zeile vor. Wir schreiben die erste Zeile ab und die dritte Zeile. Auch hier nehme ich die Klammern, um zu verdeutlichen, dass die erste Zeile mal 5 gerechnet werden muss und die zweite mal minus 2. Auch diese Rechnung wollen wir durchführen. 2 mal 5 ergibt 10, 3 mal 5 ist 15, minus 2 mal 5 ist minus 10 und minus 1 mal 5 ergibt die minus 5. Die untere Zeile entsprechend minus 10, minus 2, minus 2 und minus 20. Addieren wir die Zeilen und erhalten 10 minus 10 gleich 0, 5 minus 2 gleich 13, minus 10 minus 2 gleich minus 12, minus 5 minus 20 gleich minus 25. Dies soll unsere neue dritte Zeile sein. Auch die wollen wir hinschreiben.
Und was wir an dieser Stelle bereits gewonnen haben, ist ein Teil unserer erwünschten Stufenform, nämlich die beiden Nullen. An dieser Stelle sind wir mit der ersten Zeile fertig. Die verwenden wir nicht mehr und konzentrieren uns auf die zweite und dritte Zeile. Denn wenn wir diese addieren, kann sich durch die Null-Einträge dort nichts mehr verändern. Hier machen wir Folgendes. Wir multiplizieren den zweiten Eintrag in der zweiten Zeile mit dem zweiten Eintrag der dritten Zeile, also hier der 13, und den zweiten Eintrag der dritten Zeile mit dem negativen des zweiten Eintrages der zweiten Zeile, also der minus 7. Und dann addieren wir die Zeile und das Ergebnis schreiben wir in eine neue dritte Zeile, sodass wir zuerst die erste Zeile abschreiben können und auch die zweite Zeile. Und jetzt geht es darum, die dritte Zeile zu berechnen. Auch hier machen wir eine Nebenrechnung. Wir schreiben die Zeile 2 und 3 ab. Also die 0, 7, minus 6, minus 13. Das ist diese Zeile. Und die Zeile 0, 13, minus 12, minus 25 ist diese Zeile. Die wollen wir mit 13 und minus 7 multiplizieren. Die stehen hier. Und zwar alle Elemente dieser Zeilen. Anschließend sollen diese addiert werden. Zuerst führen wir die Multiplikation durch. 7 mal 13 ergibt 91. 13 mal minus 6 ist minus 78. Und minus 13 mal 13 ergibt minus 169. Die zweite Zeile multipliziert mit minus 7 ergibt 0, minus 91, 84 und 175. Addiert man diese, erhalten wir 0 plus 0 ergibt 0, 91 plus minus 91 ergibt freundlicherweise die 0, minus 78 plus 84 ergibt 6 und minus 169 plus 175 ergibt ebenfalls 6. Schreiben wir das Ergebnis in die dritte Zeile und sehen eine Tabelle in einer Stufenform. Und jetzt können wir das Ergebnis ablesen, indem wir mit der dritten Zeile anfangen. Aus der blau gefärbten Zeile erhalten wir nämlich die Gleichung 6t gleich 6, sodass t gleich 1 ist. So, die zweite Zeile liefert uns folgende Gleichung: 7 mal s minus 6t ergibt 13. Dann setzen wir für t die 1 ein. 7s minus 6 mal 1 gleich minus 13. Die minus 6 bringen wir rüber. Erhalten eine Gleichung 7s gleich minus 7, sodass wir das Ergebnis s gleich minus 1 haben. Und die erste Zeile der Tabelle in der Stufenform liefert uns folgende Gleichung: 2r plus 3s minus 2t gleich minus 1. Und auch diese können wir leicht lösen, den s gleich minus 1 und t gleich 1 ist, sodass sich diese Gleichung mit drei Variablen zu einer Gleichung mit einer Variablen reduziert, mit der Lösung r gleich 2. Die Lösung können wir dann so hinschreiben: r ist gleich 2, s gleich minus 1 und t gleich 1, beziehungsweise als eine Lösungsmenge beziehungsweise ein Lösungstupel 2, minus 1 und 1, wobei die Zahlen in der gleichen Reihenfolge geschrieben werden wie hier in der Tabelle. Nun wissen wir, wie ein Gleichungssystem mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus gelöst werden kann. Wir wollen aber noch unsere Frage, mit der wir eingestiegen sind, beantworten. Und zwar haben wir die Lösung r ist gleich 2, s ist gleich minus 1 und t gleich 1. Und die Frage war nach dem Schnittpunkt dieser Ebene und der Geraden. Um den Schnittpunkt zu bestimmen, beziehungsweise den Ortsvektor des Schnittpunkts zu bestimmen, können wir t in die Geradengleichung einsetzen. Der Schnittpunkt möge s heißen, dann ist der Ortsvektor des Punktes s der Stützvektor der Geraden 2, 3 und 3 plus die 1 für das t eingesetzt mal Richtungsvektor.
der Geraden, sodass sich ein Ortsvektor 4, 3 und 2 ergibt. Heißt für S die Koordinaten 4, 3, 2. An dieser Stelle sehen wir, dass wir bei diesem Problem eigentlich nur t bestimmen müssen, weil wir alleine mit t die Koordinaten des Schnittpunktes gewinnen können. Es lohnt sich aber auch, die Parameter r und s in die Ebene einzusetzen, denn damit können wir auch eine Probe machen. Es kann ja immer sein, dass wir uns auf dem Weg verrechnet haben. Das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Wir setzen r und s in die Ebenengleichung ein und erhalten einen Ortsvektor von s, indem wir den Stützvektor 3, minus 2 und minus 7, das ist der Stützvektor der Ebene E, plus 2 mal einen Spannvektor der Ebene. Hier haben wir 2 für das r eingesetzt, denn r ist gleich 2. Und minus 1 mal den zweiten Spannvektor, denn s soll minus 1 sein. Und wenn wir das Ganze zusammenrechnen, erhalten wir 4, 3 und 2, die Koordinaten des Punktes S, des Schnittpunktes. Das sind also 4, 3 und 2. Zum Schluss wollen wir uns die Situation im Raum anschauen. Zuerst gucken wir uns die Gerade G an mit dem Stützvektor und dem entsprechenden Richtungsvektor, sodass die Gerade G entsteht, und die Ebene E mit dem Stützvektor und beiden Spannvektoren, sodass die Ebene so aussieht. So, wir sehen, dass die Gerade G die Ebene E schneidet, und zwar liegt der Schnittpunkt ungefähr hier. Das ist der Schnittpunkt S. Damit die Situation etwas übersichtlicher ist, blende ich das Koordinatensystem aus. Nun soll es um die geometrische Anschauung der Lösungsmenge gehen. Und zwar schauen wir uns den Punkt S1 an. Dieser befindet sich momentan an der Spitze des Stützvektors der Gerade G. Und nun wird der Richtungsvektor dazu addiert, der mit dem entsprechenden Skalar t multipliziert wird. Nun erhöhen wir den Wert t und der Punkt S1 bewegt sich entsprechend in Richtung S. Das gleiche machen wir mit dem Punkt S2, der sich zuerst auf der Spitze des Stützvektors der Ebene E befindet. Dann bewegen wir uns entlang des ersten Spannvektors mit dem Faktor r, den wir schrittweise erhöhen, bis er den Wert 2 annimmt. Und dann bewegen wir uns in Richtung des zweiten Spannvektors in die negative Richtung, bis s den Wert minus 1 annimmt. Und sehen, dass der Punkt S1 bzw. S2 in beiden Fällen den Wert des Ortsvektors von S annimmt.